Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 3. In der letzten Folge haben wir dort hinten mal den Ameisenhügel untersucht, wo leider gar nichts drin war, außer ein paar mutierte Mistviecher, die gegebenermaßen freundlich zu uns waren. Warum auch immer. Und gegen diese Invasoren gekämpft hat. Ich glaube, das sind rivalisierende Gruppen. Die hier das Territorium irgendwie beanspruchen. Na. Geht doch. Und da wollten wir auf jeden Fall. Oh nein, kein Red Skorpion. Lass mich. Da werden wir auf jeden Fall mal in den Ameisenhügel gehen. Werden wir schauen, was die anderen hier so treiben. Ja, die sind auf jeden Fall nicht freundlich gesonnen. Anders wie die kleineren Ameisen. Ich meine, die kleineren haben ja auch keinen Grund, uns anzugreifen. Und, ich glaube, wir helfen denen damit ein bisschen. Ich will die Granate haben, bitteschön. Ah, jetzt muss ich erst den komischen Stimmpad sogar. Noch eine Granate. Ich denke, wir werden die Granaten auf jeden Fall brauchen. Ja. Leckeres Geräusch. Auf jeden Fall. So, und immer tiefer in den Bau in der bösen Ameisen. So. Mal sehen, ob wir noch genug Munition haben für die Viecher. Was liegt denn da? Ein Pömpel garantiert. Das sind doch schon einige. Nein, ich will da auf keinen Fall runterfallen. Ganz Gegenteil, ich will mal eine Granate runterwerfen. So, und noch eine. Die laufen sogar. Sogar da oben überall lang. Das ist natürlich ungünstig für uns. Ich habe die falsche Waffe. Das Mist, die kriegt ja gar keinen Schaden. So. Ich hoffe, wir gehen hier auch einigermaßen. Was ist das denn hier? Schnauze, Mist. Ameisenvieh. Müssen wir leider noch ein paar Stimpaks jetzt nehmen. So. Ich muss unbedingt Medizin hier studieren. Ah! Damit wir von den Stimpaks ein paar mehr HP bekommen.
Mann, diese Mistviecher sind überall hier. So, weg damit. Uah, was ist das denn für ein Riesenvieh? Naja, auch die Großen gehen irgendwann kaputt. Leider nicht. Ah, was ist denn das da hinten Ekelhaftes? Das ist die Königin. Die steckt ihren Arsch daraus oder was? Ich glaube, die ist da irgendwie festgebackt, oder? Ja, ich glaube, die ist da irgendwie festgebackt. Ich weiß auch nicht. Alter, wie groß die sein muss. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür noch genug Munition habe für die. Also auf jeden Fall abspeichern. Heilige Scheiße. Die spuckt irgendeinen Mist. Verdammt, ich habe keine Muni mehr. Ach, ekelhaftes Zeug. Munition. Irgendein Gewehr mit Munition noch da. Ah, hier Lasergewehr. Stirb doch bitte endlich! Ach du heilige Scheiße. Ameisenpheromone. Charisma plus 3, aber Wahrnehmung Intelligenz minus 3. Nein, nehmen wir mal mit. Wiegt bloß 1 Kilo und 75 wert. Ekelhaft, ey. Bleh. Zumindest noch ein paar 10 mm Schuss hier, damit wir noch eine einigermaßen anständige Waffe haben. Was ist denn das hier noch? Sturmgewehr, toll, bringt mir viel. Hier ist sogar noch Munition für das Sturmgewehr. Das bringt uns viel. Hoffe ich. Und sonst ist hier wieder nichts Interessantes, wirklich. Ach, da war wirklich das Interessanteste, diese fette, ekelhafte Königin. Und die Tatsache, dass wir jetzt keine Muni mehr haben. Ich will hier raus. Finde ich extrem scheiße. Wir haben schon wieder die ganze Muni verschossen. Ich weiß nicht, wo die immer bleibt. Ja, hier liegt sogar ein Brahmin drin. Diese verdammten Ameisen.
Naja, nichts mehr raus aus diesem verdammten Rattenloch. Oder mehr oder weniger Ameisenloch. Zumindest haben wir sie, glaube ich, alle ausgerottet. Ekelhaft Mistviecher. Okay, schade, in der Ecke war leider nichts. Ach. Ich denke, wir müssen dann wieder nach Megaton zurück. Ist mir jetzt egal. Oh nein, hier wartet der Red-Skorpion auf uns. Ja, genau, renn einfach weg. Nein, renn weg, habe ich gesagt. Puh. Ich hasse diese Mistviecher. Okay, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig als noch, sind einige Grafikbugs gerade vor uns. Die Felsen haben wohl irgendwie an der Textur was. Ach nee, das ist der Schatten von dem Gras. Okay. Nun gut, da heißt es wieder Schnellreise nach Megaton. Gut. Shale Bridge haben wir jetzt entdeckt. Das sind irgendwo Feinde in der Nähe. Tatsache nur ein Red Skorpion. Oh. Keine Muni mehr. Bloß noch 25 Schuss für die Maschinenpistole hier. Beziehungsweise das Maschinengewehr. Ich brauche unbedingt einen neuen Handelspunkt, wo wir denn, den wir denn abklappern können. Wenn wir sagen, wir reisen jetzt erstmal schnell nach Megaton. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? 23 Uhr. Okay, da können wir nochmal schnell nach Hause gehen. Hallo, Ich Wetsworth. hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Ja, geht so. So, dann pennen wir mal ein paar Stunden. 10 müssten reichen, wa? Ja, locker. Und ach, guten Morgen, Mr. Farnsworth. Wie kann ich Ihnen dienen? Guten Morgen. Was da? Ich hätte gern einen Witz erzählt. Ein Neutron auf dem Weg in die Disco. Der Türsteher stellt sich ihm in den Weg und sagt: Geschlossene Veranstaltung, nur für geladene Gäste. Ja, das lasse ich einfach mal so Ich bin stehen. untröstlich. Meine Feuchtigkeitskondensatoren müssen erst voll aufgeladen werden. Bla bla bla. Neuen Haarschnitt brauchen wir jetzt auch nicht. Haben wir nur irgendwas Interessantes, was wir uns selbst klauen können? Aber ich glaube, das habe ich schon lange gemacht. So, und jetzt müssen wir zum Great-Site-Lager. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Oh, danke, Bitte danke. nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Naja. Sei gesegnet. Du auch, ne? Wir haben gar nichts bekommen. Na egal, der Wille zählt, ja. Bekanntlichermaßen. Mann, und ich hasse das mit dieser Munitionsmangelheit. Wenn man das so nennen kann. So, Moira. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden? Noch nicht so ganz, aber mal sehen, was die im Angebot hat. Natürlich hat sie noch keine. Noch keine Munition, Mann!
Finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht so toll. Naja, dann verkaufen wir es mal so ein bisschen. Dann werden wir, glaube ich, mal nach der Stadt, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, wenigstens 100 Kronkorken haben wir noch gemacht. So. Wir brauchen unbedingt Aufträge wieder. Und ich suche ja die ganze Zeit eigentlich schon Leute, die irgendwo rumstehen, mir Aufträge geben. Aber anscheinend müssen wir da wirklich nach... in die Hauptstadt, also nach Washington rein. Hey, wie läuft's? Ja, ganz gut. Nee. Ich suche eigentlich hier den Verkäufer. Wer war denn das nochmal? Warst du das? Ach, was gibt's denn? Gibt es hier Händler oder Ärzte? Es sind nicht mehr viele übrig, um Läden zu betreiben oder sowas. Sie könnten in Reds Klinik vorbeischauen, um sich zusammenflicken zu lassen. Okay, Händler gibt's hier denn anscheinend nicht. Was? Ich muss zugeben, ich hatte nicht gedacht, dass sie zu den Guten gehören. Danke! Vielleicht sieht ja doch nicht alles so düster aus. Ja, wollen wir uns mal nichts vormachen. Es gibt immer noch jede Menge Ungeheuer da draußen, die uns um die Ecke bringen wollen. Wenigstens bin ich heute noch mal mit dem Leben davon gekommen. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Also, danke. Ja, kein Ding. Gibt es hier irgendjemanden, der meinen Kram reparieren kann? Ja, ich kann's machen. Ja, aber... Ich muss los. Einen beschissenen... Ach, zum Teufel. Einen schönen Tag wünsche ich. Was ist mit dir los? Mit dem... Na egal. Mist, ich dachte, hier ist nur ein Händler, wo wir dann ein bisschen Munition abzwacken können. Aber leider war das eine Fehlanzeige. Wir reden mal mit Dusty nochmal. Beobachten Sie die Wüste. Verfolgen Sie alle Bewegungen. Gibt's ja neue Ärzte. Gibt nichts außer dem Gestank des Todes und die Gefahr eines neuen Angriffs, die jeden Sonnenuntergang verdunkelt. Die Verwundeten kommen zu Red in die Klinik. Sie ist immer von der Farbe Rot umgeben, aber nicht wegen ihres Namens. Ja, tschüss. Mist, wo kriegen wir hier Munition her? Vielleicht müssen wir doch nach Rivet City. Wir müssen sie festnageln. Das wird hochgehen. Alter. Ich habe keine Munition mehr, das ist euch bewusst, ne? Verkackter Mistviech, ich mach dich kalt mit meinen Fäusten. Ja, yeah, im Faustkampf gegen einen Supermutanten. Boom, Junge! Boom! Verkackter Mist. Typi hier. Alter. Ja, er ist tot. Und wir sind auch ziemlich angeschlagen. Oh, Faustkampf gegen einen Supermutanten. Sehr schön. Ich habe euch mal wieder einen Scheiße. Wir haben zwei Leute verloren, aber Pappy. Oh, Geld. Tut mir leid, Pappy. Und Flash ist auch noch drauf gegangen. Naja. Beobachten Sie die Wüste. Okay. Nun gut, liebe Freunde. Denn würde ich sagen, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als wieder nach Megaton zu reisen. Das aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 3 mit dem Globo. Bis dahin!